Herzlich willkommen in der Verbandsgemeinde Prüm. 465 Quadratkilometer schönster Eifellandschaft mit einer äußerst vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt bieten die besten Voraussetzungen für einen tollen Urlaub. Die Verbandsgemeinde gehört zum Eifelkreis Bitburg-Prüm und ist mit 43 Ortsgemeinden und der Stadt Prüm die größte VG in Rheinland-Pfalz. Die Stadt Prüm ist ein staatlich anerkannter Luftkurort. Sie liegt am gleichnamigen Fluss Prüm, einem Nebenfluss der Sauer, und ist vor allem bekannt durch die 721 gegründete Benediktinerabtei mit der prachtvollen St. Salvator-Basilika. Ein Reliquienschrein mit den Sandalen Christi und das Grab von Kaiser Lothar I., der hier 855 verstarb, gehören zu den besonderen Sehenswürdigkeiten der Abtei. Im Abteigebäude finden zahlreiche Ausstellungen, wie die jährliche internationale Kunstausstellung der EVBK, der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen, statt. Die Menschen in der Region sind sehr aufgeschlossen und haben eine besondere Leidenschaft für Kunst und Kreativität. Wie hier beim kunstvoll gestalteten Brunnen am Teichplatz mit seinen Bronzeplastiken spielt Wasser als gestalterisches Element eine wichtige Rolle. Besonders sehenswert ist der Brunnen- und Skulpturenpark in Niederprüm mit einer Vielzahl von fantasievollen Tiermotiven und Wasserspielen. In Schönecken bietet der Kulturkreis Altes Amt im Park am Fluss Nims und an weiteren Ausstellungsorten Künstlern aus der Region die Möglichkeit, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Schönecken geht auf die Keltenzeit zurück und ist geprägt von der imposanten Ruine der Burg Clara Costa, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Mit 120 Metern Länge und 60 Metern Breite war sie einst eine der größten mittelalterlichen Wehranlagen der Westeifel. Nordwestlich von Schönecken erstreckt sich die Schönecker Schweiz, das größte Naturschutzgebiet im Eifelkreis Bitburg-Prüm. In einer weitgehend unberührten Naturlandschaft findet man hier seltene Orchideen und Insekten. Charakteristisch für die Schönecker Schweiz sind auch die vielen Wacholderbüsche an den Hängen. Intakte Natur in unerschöpflicher Vielfalt kann man in der VG Prüm überall erleben. Am besten geht das zu Fuß, denn die gesamte Region bietet hervorragend ausgebaute Premium-Wanderwege. Der Naturpark Hohes Venn beherbergt rund um den Schwarzen Mann, eine der höchsten Erhebungen in der Nordeifel, ein ausgedehntes Hochmoor mit vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten. Das Moorgras erinnert mit seinen flauschigen Blüten an Baumwolle. Im Winter ist der Schwarze Mann ein beliebtes Ziel für Freunde des Wintersports. Im Sommer lohnt sich ein Besuch im Prümmer Waldfreibad, das sehr ruhig und idyllisch am Stadtrand liegt. Hier kann man sich in der Sonne bräunen lassen oder Spiel und Sport im Wasser nachgehen. Eine Alternative für kühlere Tage ist das Kurcenter Freizeitbad mit angenehmen Wassertemperaturen um die 30 Grad Celsius. Interessantes findet man auch tief in den Felsen der Verbandsgemeinde. Einige Stollenabschnitte des Bleibergwerks Neue Hoffnung in Bleialf, in dem ab
dem Anfang des 19. Jahrhunderts Bleierz abgebaut wurde, sind für Besucher geöffnet. Qualifizierte Führungen vermitteln einen Einblick in die mühsame und gefährliche Arbeit unter Tage. Wer Bleialf besucht, sollte es nicht versäumen, die Kirche des Ortes zu besichtigen. Sie ist mit vielen Wand- und Deckengemälden und liebevoller Ausstattung ein wahres Schmuckstück. Das Museum im Prümer Rathaus lässt die landwirtschaftlich geprägte Lebensweise von damals wieder lebendig werden. Auch mit dem Fahrrad kann man die VG Prüm erkunden. Vom Prümtalradweg zweigt in Pronsfeld der Enztalradweg ab. Auf einem Stück stillgelegter Bahntrasse kann man hier alte Loks, Waggons und Verkehrszeichen aus vergangenen Bahntagen besichtigen. Das Radfahren wird in der Verbandsgemeinde auch mit autofreien Tagen gefeiert, an denen nur mit Körperkraft betriebene Fahrzeuge auf die Straßen dürfen. Neben dem Eventtag Nims Rad an der Nims bringt vor allem der Fahrradtag Lustiges Prümtal Heerscharen von Fahrradfans in den Sattel. Auch im Sattel, aber wesentlich ruhiger und geländegängiger, lässt sich die Region mit dem Pferd durchstreifen. Ausgedehnte Pferdewanderungen sind eine besondere Möglichkeit, die Natur zu erkunden. Viele Restaurants und Gaststätten der Region verwöhnen ihre Gäste mit Eifeler Spezialitäten. Die leckere, rustikale Küche ist ein besonderes Erlebnis für den Gaumen. Und durstig bleibt natürlich auch niemand. Die Eifeler Bierkultur hat eine lange Tradition. Für längere Aufenthalte, aber auch für Kurztrips gibt es in der VG Prüm zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. In vielen Hotels, im Jugendgästehaus oder in den gemütlichen Bungalows des Postferiendorfes finden sich Unterkünfte für jeden Geschmack und Geldbeutel. Und wer es gerne etwas schlichter mag, der kann auf einem der Campingplätze übernachten, die besonders gerne von Motorradfans besucht werden. Nach dem Einchecken geht's dann raus in die Stadt zum Feiern. Eine besondere Gelegenheit hierzu bietet der Prümer Sommer. Von Juni bis August finden auf der Open-Air-Bühne gleich unterm Rathaus viele Live-Veranstaltungen statt. Ein idealer Treffpunkt für Freunde guter Musik und ein gelungener Abschluss eines tollen Tages in der Verbandsgemeinde Prüm.